hatten heute das Kästchenmuster. Und zwar haben wir da 20 Maschen angeschlagen. Man strickt 4 Maschen rechts. Rechts und dann 4 Maschen links. Dann wieder 4 Maschen rechts. Links. Das ist die erste Reihe und wieder 4 Maschen rechts. So, da haben wir die erste Reihe schon mal fertig. Dann stricken wir die hintere Reihe. Die Maschen, wie sie kommen. Da haben wir die linken Maschen jetzt. Die linken Maschen stricken wir links. Und die rechten Maschen stricken wir rechts. Links. 4 Reihen stricken wir jetzt so. Da haben wir jetzt 1, 2 Reihen. Und jetzt haben wir hier wieder rechte Maschen. Vier Maschen links. Rechts, 4 Maschen links, das ist jetzt die dritte Reihe. Wir stricken immer 4 Reihen und dann ändern wir die Kästchen. Dann machen wir auf die rechten Maschen linke Maschen und dann entstehen so die Kästchen. Vierte Reihe. 4 Maschen links, 4 Maschen rechts, links, rechts, ne? So, jetzt haben wir 4 Reihen gestrickt. So sieht man 4 links, 4 rechts, 4 links, 4 rechts, 4 links. Drehen nochmal um. Auf die rechten Maschen stricken wir jetzt linke Maschen. Auf die linke Maschen, rechte Maschen. So, hier haben wir die rechten 4 Maschen. Die stricken wir jetzt links. 2, 3, 4 links, auf die linke, 4 rechts. Und das geht dann immer so weiter und so entstehen die Kästchen.
längs, 4 rechts. Jetzt nochmal 4 Reihen stricken. So, hier haben wir die linken Maschen, da stricken wir die rechten Maschen weiter. Zweite Reihe. Sieht man das schon langsam? Die dritte Reihe. 4 Maschen links. 4 Maschen rechts. Das ist die dritte Reihe. So haben wir das Kästchenmuster auch schon gleich so weit fertig. Noch eine Reihe. Dann haben wir je 4 Reihen für das Muster gestrickt. 4 Maschen rechts, 4 Maschen links. Dann geht das immer so weiter im Wechsel. So, da haben wir das Muster.